Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 44 hier im Inter Mailand Let's Play Fußball Manager 2018 an frohen Leichnam. Ich hoffe, ihr verbringt den Tag ganz vernünftig und ja, holt das Beste raus. Ansonsten haben wir nämlich genau dasselbe vor. Wir wollen hier auch das Beste rausholen und möglichst viel Spaß an der Sache haben. Und deswegen würde ich sagen, reden wir gleich gar nicht mehr so lange und machen direkt weiter, indem wir einfach weiter vorsimulieren. Wir haben noch ein paar Transfers in der Pipeline quasi, was Zu- und Abgänge angeht, die sich kurzerhand aufgetan haben, die nicht geplant war, aber so ist das halt im Geschäft und deswegen weiter geht's. Ich hoffe, die Marktwerte sind auch eingestellt gewesen. Waren die Marktwerte eingestellt oder verkaufe ich die Spieler gerade zu günstig? Interisti feiern Heel Fakti. Verstärkt Inter Mailand. Ein langer und nervenaufreibender Verhandlungsmarathon wird nämlich die beiden Vereine wechselt. Ist eine große Schwächung für PSG. Sollte man so meinen, ja. So, für ihn hätte ich gern auch den vollen Preis von 17 Millionen. Da gibt es kein Gerede drunter drüber. Ich weiß, der hat aktuell viel Spaß gemacht, schöne Tore geschossen am Saisonanfang, sich sehr gut entwickelt, aber es sind 17 Millionen, Leute. Klar kann man damit, wenn er noch öfter gespielt hätte, mehr rausholen. Das hier finde ich ein bisschen traurig, 60.000 Zuschauer nur. Freunde, da geht mehr. Ich will jetzt erstmal gucken. Das Spiel gegen Genua in dieser Aufnahmesession war am 4. August. Das heißt, eigentlich sollten die Marktwerte da schon gemacht gewesen sein. Deswegen bin ich da mal guter Dinge, dass sie auch gemacht sind. Und reagiere da jetzt nicht nochmal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das außer Acht gelassen habe. I'm a fool in love, fool in love. Eigentlich muss ich heute die Spiele gegen Juventus und den AC Milan machen, weil ich will ungern Luke Shaw jetzt auch bei Liverpool im Gespräch, Keeper zu City. Hallo, könnt ihr mal aufhören, meine Spieler wegzukaufen? Sucht euch selber eigene Spieler. Das nehme ich gerne mit 34 Millionen an, nicht drunter. So, Berardi, den können wir eigentlich auch noch ein bisschen drücken. Müssen wir aber erstmal kleiner anfangen, sonst verärgern wir die. Die sind ja auch in der finanziellen Bredouille, aber ist ja nicht mein Problem, da haben sie sich selber reingebracht. Ja, bis dahin müsste ich machen, das weiß ich gar nicht, wie viele Parts das wären. Aber dann hätte ich wenigstens ein bisschen Ruhe bis in den Juni hinein. Ist natürlich auch nicht wirklich viel, weil die Tage schnell vergehen. Gerade wenn dann die zwei Wochen kommen, wo ich überhaupt nicht aufnehmen kann, das wird heavy. Dann noch die ganzen Vorbereitungen auf die nächste Saison, die mir ein bisschen Zeit nehmen zum Aufnehmen. Dadurch, dass ich selber wieder Fußball spiele, sind die ganzen Aufnahmen Sonntage weg. Ist nicht ganz so einfach, Freunde. 8 Millionen, da bleibe ich bei, das ist in Ordnung. Für einen Kurt Zuma, der gar nicht so schlecht drauf ist, ist 8 Millionen ein guter Preis. Dann können wir vielleicht Torunariga doch noch verleihen. So, hier wollten wir dann Stadion, Jugendstadion, Fitnessparcours können wir ja nicht aufbauen. Dann bauen wir das Schulungszentrum noch aus. Wir fangen erstmal mit den kleinen Sachen an, damit wir diese Saison möglichst viel ausbauen können. Ab und an wird es natürlich nötig sein, weil es Voraussetzung ist, größere Sachen auszubauen, das ist klar, aber ich will ja möglichst viel mitnehmen. So, bei ihm gefällt mir das Spielerbild natürlich nicht ganz, weil ich hätte das gern einheitlich, dass alle meine Spieler dieses Halbkörper-Spielerbild haben quasi, weil ich den Stil halt mag, aber was nicht verfügbar ist, ist halt so, ne? Ich denke, das kann man auch verstehen, wa? So, ansonsten ist hier nichts passiert, können wir direkt weitermachen. Keine Zeit verschenken. Emre Can gehört mit zu den besten Spielern der Liga. Aktuell führt da Icardi vor Dybala.
wie gesagt, unsere Offensive, die hat schon in sich. So, hier vielleicht 15 Millionen. Das ist die Hälfte von Luke Shaw ungefähr. Mal ein bisschen grob über den Haufen gebrochen. Ja, Luke Shaw bringt 34 Millionen und er käme für 15 Millionen. Alexis Sanchez, den haben wir verkauft, wenn mich nicht alles täuscht. Karoma ist auf jeden Fall weg. Für 17 Millionen zu Lyon gegangen. Also auch raus aus der Liga. Spielt dort hoffentlich genauso oft. So, 2, 3. Eigentlich mag ich solche unrunden Summen gar nicht, aber ja, was will ich machen, ne? Was will ich machen? Ich will auch nicht 2,5 bezahlen, das ist, also ist nicht so viel für ihn, ja, als Reservespieler, weil 2,5 kriegen wir 30 mal raus. Ich denke schon, dass wir ihn für 8 bis 12 Millionen wieder verkaufen könnten nach der Saison. Aber wenn man den günstiger haben kann, ne? Icardi hat ein bisschen Stärke verloren. Ablöse für Luke Shaw angenommen. Liverpool scheint sich da noch nicht einzumischen. Corona Riga wissen wir ja auch aus dem Tubize Let's Play, dass das eine Granate ist. Also da haben wir nicht viel falsch gemacht, auch wenn die jetzt natürlich noch nicht wirklich ins System passen. Aber wie gesagt, wenn Kurt Zuma kommt, können wir Corona Riga genauso wie Arne Meyer verleihen und dann geht sie ab. Wir sollten das hier mal ein bisschen erweitern, damit das nicht herumliegendes Kapital ist, sprichwörtlich. Hier probieren wir natürlich weiterhin Jugendspieler in die A-Jugend zu bekommen, damit auch die stärker wird und mehr talentierte Spieler hervorbringt. Und dann können wir noch 2 Tage nach vorne gehen. Vielleicht kommt noch der Verkauf von Luke Shaw dazu. Hier sind wir uns gerade einig geworden. Tottenham ist natürlich ja, ungefähr auf einer Stufe, würde ich sagen, mit Inter. Ja, wird einige Male spielen, sollte, denke ich, gut hinhauen. 3 Millionen, damit du da so ein kleines Gehaltsupgrade hast. Alles andere wäre meiner Meinung nach wieder ein bisschen viel. Ich weiß gar nicht, wie sah das Gehaltsgefüge aus. Ich glaube aber, das hat gepasst, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das groß verschossen ist. Ich gehe mal direkt auf 3,5, dann kommst du schneller. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen auf die Champions League Rücksicht nehmen. Spurs feiern Mauricio Pochettino, hat einen 3-Jahres-Vertrag bei Tottenham unterschrieben. Damit wurde innerhalb von einer Woche Einigung erzielt. Die Ablöse von 34 liegt deutlich über dem aktuellen Marktwert des Spielers. Ja, 17 Mal für uns gespielt. Natürlich irgendwo ein herber Verlust, aber ich denke, wenn wir ihn als Ersatz hier bekommen für 15 Millionen, dann ist das durchaus gut so. Icardi ist jetzt natürlich kurzfristig erstmal verärgert. Kann ich auch verstehen, wenn gute Spieler den Verein verlassen, ist klar. Aber Icardi wird gleich wieder glücklich sein, wenn unser Ersatz dafür kommt. Deswegen sehe ich das noch nicht dramatisch. Wir können mal schauen, wie viel Transfergewinn haben wir denn da gemacht überhaupt? Äh, 60 Dribbler. So, Kurt Zuma ist auch gekommen und da ist Icardi schon wieder glücklich. Zwar nicht dieselbe Position, aber naja. Luke Shaw ist damals gekommen für 10 Millionen und wir haben 24 Millionen Transfergewinn gemacht und jetzt ist er plötzlich nur noch 19 wert. Also das passt schon, das ist in Ordnung, Freunde, das ist in Ordnung. Kurt Zuma ist jetzt natürlich auch keiner, der Italienisch spricht, soviel ich weiß. Leider nicht, aber wie gesagt, dann nehme ich das gerne in Kauf, dann können wir Torunariga nämlich noch verleihen. Sollte eigentlich hoffentlich noch möglich sein, einen weiteren Leihspieler hier zu akquirieren. Ich hoffe, da ist noch ein Leihplatz frei, das wäre schön. So, zweite Mannschaft, Torunariga.
Wohin verleihen wir ihn? Das ist die Frage. Atalanta Bergamo, wen haben die denn so in der Innenverteidigung? Eigentlich nur Palomino und sonst nichts. Also da müsste er Stammspieler sein, deswegen ab zu Atalanta. Da passt er nämlich ganz gut hin. Hat schon jetzt starke Führungspersönlichkeiten, das ist also wunderbar. Ja gut, Scufé. Selke nehmen wir mit auf die Bank, hat leider, was heißt leider, hat halt Form hoch, ne? Patrick Schick muss noch ein bisschen warten, bis er ran darf. Fanhand entwickeln wir natürlich auch noch. Sehe ich das richtig, dass wir aktuell keinen Rechtsverteidiger als Ersatz haben? Dann ist der Transfer von Hüseyin natürlich doppelt besser. Klar, Luke Shaw konnte das auch beide Seiten bespielen, aber umso besser, dass wir da doch aus Versehen den richtigen Ersatz gekauft haben. Das war mir nämlich so bis gerade nicht wirklich bewusst. Rente sprechen wir so. Schick erstmal an sich arbeiten und dann kann man sich später um Endrichan noch kümmern. Scufé muss ich wieder vertragen mit Keeper. Das wäre super. Bernardo Silva hat gut trainiert, darf dann heute auch von Anfang an ran. Emre Can, ja, kümmert sich um Jordan Torunariga, der ist gleich weg. Aber andererseits soll sich auch jemand um Emre Can kümmern, also es ist alles ein bisschen seltsam, ne? Machen wir mal Davy Selke und Emre Can, die sollen ja beide erstmal bleiben. Balder hat gut trainiert und Klostermann hat gut trainiert. Teamchemie stimmt, also glaube ich, dass im Gehaltsgefüge nichts arg im Groben liegt. Wir haben natürlich Icardi, der da extrem vorweg schießt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Sollte man aber langfristig natürlich im Auge behalten. Umso wichtiger, glaube ich, der Transfer von Patrick Schick, dass wir ihn nach und nach als Icardi Backup aufbauen können. Ich glaube, das war der Grund, warum ich ihn auch geholt habe. Haben wir mittlerweile für Antonic. Was ist das denn bitte für eine epische Musik hier? Kirchenmusik. So, Portoletto, der bekommt natürlich eine Sonderbetreuung, hat aber auch keinen Mentor. So, würde ich sagen, gehen wir so rein ins Spiel, ne? Ja, kann man machen. Rabiot gibt heute sein Debüt. Perica, Fofana, Halfredsson, Jangto, die sind relativ zusammengeblieben und Udine sollte man natürlich nie unterschätzen, aber wie vorhin schon gesagt im letzten Part, unser Ansporn als Inter Mailand sollte es natürlich sein, Gegner wie Udine zu besiegen. Fofana macht die Führung, Perica erhöht auf 0:2, 0:3, Icardi zum 1:3. Ich habe vergessen, die Spieler zum Aufwärmen zu schicken, weil ich so geschockt war von dem Ergebnis. Es hagelt sehr wahrscheinlich unsere erste Niederlage, wenn jetzt hier nicht ein großes Wunder passiert. Das ist, ja. 6,0 von Christensen ist natürlich nicht so geil. Kurt Zuma kommt zum Debüt. Emre Can wieder nur durchschnittlich gespielt. Dybala auch nicht so geil. José Jiménez sieht auch noch gelb-rot. Ja, Glückwunsch. Oh Mann, ey. Das wird heute nichts mehr. Das gibt die erste Niederlage. Und das ist eine ziemlich deftige Niederlage. Eieiei, Freunde, Freunde. Empoli verliert 0:2 gegen Atalanta Bergamo. Zu
Florenz verliert 1:4 gegen den SSC Neapel, die sehr gut in die Saison gestartet sind. Juve, Spal, Ferreira 2:2. Bologna verliert 0:1 gegen Perugia Calcio. Turin gewinnt 2:0 gegen Delfino Peschiera. Chievo gewinnt 2:0 gegen Cagliari Calcio. Benevente Calcio verliert 0:1 gegen AS Rom. Das ist absolut solide. Sampdoria gewinnt 3:0 gegen Genua. Und Milan gewinnt 1:2 gegen Lazio, die damit ebenfalls sehr gut in die Saison gestartet sind. Also Milan. Perica hat uns abgeschossen. Was willst du dazu sagen, ne? Zielinski in der Elf des Tages, der zaubert hoffentlich in der nächsten Folge für uns, beziehungsweise noch in dieser Folge. Ja, das war jetzt nicht so stark, Freunde. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Jetzt muss es das Spiel gegen Perugia rausreißen, wo unter anderem Arne Meyer spielt. So, runterverhandeln können wir bei, das geht jetzt erstmal nach unten, bei Zielinski nicht mehr. Da ist 16,5 das Niedrigste. Ich hatte erst gedacht, vielleicht kommen wir da noch auf 15 Millionen, aber es wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Sportlich ging direkt um 4 Punkte nach unten. Wir waren doch da auf 20, ne? Krass, also wir müssen definitiv Meister werden, sonst wären wir entlassen, wenn ich das so richtig sehe. Natürlich nachvollziehbar, ja, Inter ist ein großer Verein, aber ich dachte, der Vorstand hat da so ein bisschen mehr Weitblick, sage ich mal, dass die wissen, wo wir herkommen und ja, dass der Weg noch nicht abgeschlossen ist, den wir hier haben und wir trotzdem auf einem guten Weg sind. Aber gut, Vorstand hat natürlich auch mächtig Druck auf der Leitung, ne, ist klar. So, Luke Shaw, Karomo und Suma sowie Kandreva. Den haben wir direkt zur Hertha verkauft, oder was? 17.8. Ich glaube, da waren wir nicht mehr. Oder doch, 17.8. Da waren wir dran beteiligt. So, Berardi, 2,3. Da würde ich, wie gesagt, ich mag solche ungeraden Beiträge nicht. Geh mal auf 2,2, die brauchen das Geld. Entweder brauchen sie das Geld wirklich oder nicht. Ich mag dieses 2,3 einfach nicht. So, die wollen Degano. 19,5. Der war doch mal Spielmacher, oder nicht? Hat natürlich große Anlagen, den würde ich gerne behalten. Da erteile ich interne Absage. Arsenal eine Absage. Interne Absage, das sind wir selber. Ich Schlaubolzen. So, dann Hüsa. Für 15 Millionen sage ich, wie gesagt, nicht nein.
So, Zielinski, 16,5, da kommen wir, wie gesagt, nicht mehr arg runter, deswegen würde ich das auch als okay finden. Obote entwickelt sich prächtig, aber ich glaube, der war nicht wirklich talentiert. Wüsste ich jedenfalls, wenn er es wäre. Ich stelle jetzt erstmal meine Kaffeekasse weg, damit sich ablenkt. So, öffne mir gleich noch ein belebendes Kaltgetränk, damit ich auch für die Aufnahmesession weiter hellwach bleibe. So. Da lehne ich die Nationalmannschaft ab. Portugal wäre sicherlich interessant gewesen, aber nö. So, hier gebe ich 3 Millionen. Das ist zwar nur 100.000 mehr, als du gerade verdienst, aber immerhin mehr. Bist halt ein sehr erfahrener Spieler in der Serie A. Du kannst Italienisch, du bist also wunderbar geeignet für uns. Und wir schwächen damit ein bisschen die Konkurrenz, die sich natürlich für das Geld auch gut Ersatz nachkaufen kann. So, der Vertrag sieht sehr rund aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, den kriegen wir noch vor dem Perugia Calcio Spiel. Und Zielinski wird dann, glaube ich, leider ein bisschen knapp. So, du kommst natürlich nochmal. Llorente hat ein Trainingsziel erreicht, aber da weiß ich noch nicht, wie gesagt, ob wir mit Llorente ewig weitermachen. Denn irgendwie sehen wir da keinen richtigen Fortschritt. Ja, wie gesagt, der war nicht talentiert, leider Gottes. Aber trotzdem schön, dass er stärker wird. Dazu gekommen ist keiner. Kurt Zuma fällt 5 Tage aus, das ist noch verkraftbar. Leider dumm, dass Jimenez jetzt auch gesperrt ist und nicht spielen kann. Ungünstiger Zeitpunkt, sage ich mal. Deswegen hoffen wir mal, dass wir einen der beiden Transfers, am besten beide, jetzt noch hinkriegen vor dem Spiel. Du verdienst 3,5 dort. Die würde ich eigentlich lassen wollen, ausnahmsweise mal nicht mehr verdienen, weil das würde, glaube ich, den Gehalts hier den die Bewertung sprengen. Geht ja jetzt schon over the top. 1 sehr runder Vertrag, würde ich sagen. So, 2,2 Millionen fände ich ganz gut. Und du kriegst sogar noch eine Klausel für das erste Länderspiel. Hier 500.000. Zack. Bin ich mal nett. Glaub eh nicht, dass er Länderspiele oder eigentlich müsste er schon Länderspiele gemacht haben. So. Berardi gescheitert. Na dann. Hüsa steht unter Vertrag und noch ein Jugendspieler, nehmen wir natürlich beides gerne an. Und Hüsa ist natürlich wichtig, damit wir hier mehr Möglichkeiten haben. Ist auch gerade sehr gut in Form, das passt mir. 72, 74, 72... 69 und hier oben waren doch ein paar 68er Torriecher oder Dribbling. Da wäre zuerst Dribbling wichtiger. Denn das sollte er öfter machen, als dann gefährlich vors Tor kommen. So, Dalbert kurz auf die Bank. Christensen ist auch im Formtief. Oh Gott. Wir brauchen definitiv noch ein paar Transfers, oder wir müssen ein paar formschwache Spieler mitnehmen. Oder ein paar aus der Jugend noch. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste. Können wir uns in dem Spiel am ehesten leisten. Aber es wird dann knapp auf der Bank. So, wir gucken doch nochmal, ob wir vielleicht noch einen Flügelspieler als Ersatz kriegen, der Italienisch kann. Nachdem Berardi nicht geklappt hat, der vielleicht gar nicht so teuer ist, ja. Lucas Piazon hat kein Spielerbild. Wow. Sonst gibt es hier keinen, ne? Mal gucken, ob auf links außen einer dazu kommt, aber ich glaube eher nicht.
Wer rechts außen beherrscht, sollte eigentlich in der Regel auch links außen noch beherrschen. Ist aber nix. Dann ist die Frage, brauchen wir den Flügelspieler wirklich noch? Es wäre eigentlich angebracht. Jetzt kommt noch Zielinski fürs Zentrum und dann bräuchte man noch einen Flügelspieler. Zielinski, 60 Millionen, ja. Wer ist jetzt hier am günstigsten zu haben? Das ist die Frage. Bernardeschi auf jeden Fall nicht. Dreht wäre ungefähr so 20 Millionen. El Shaarawy erachte ich schon als zu alt. Da wäre mir eigentlich wirklich 24 so die Grenze, die ich setzen würde. Kein Spielerbild. Spielmacher, schön komisches Spielerbild. Er kann überhaupt nicht flanken. Das ist nicht so nice. Lombardi, der auch nicht wirklich flanken kann, wenig gespielt hat, keine Führungspersönlichkeit hat. Er ist 19, mit Abstand noch der Jüngste, kann Italienisch, weil... keine Ahnung. Hat natürlich eine hübsche Frise, ist schnell, muss aber hier an den Werten überall zulegen. Wäre aber, glaube ich, mit Abstand der Günstigste, ne? Es sei denn, wir nehmen hier Evandro, aber der ist nicht schnell. Und der kann auch nicht flanken und ist schon 22. 24, 20. Ja, wir müssten es bei Schipacase probieren. Klingt natürlich italienisch, der Name. Und ist sogar noch ein bisschen günstiger zu haben. Fangen wir bei 1,3 an und hoffen, dass wir bei 1 Million ungefähr rauskommen. Wenn nicht, ist 1,2 auch in Ordnung. Es geht wirklich nur darum, dass wir ein Backup haben, ja, falls sich mal zu viele Spieler verletzen, so wie gerade aktuell, dass man da nachschieben kann. Und Zielinski kommt hoffentlich auch noch vor dem Spiel hier. Ansonsten, ja klar, ich tue mich da nicht schwer mit Jugendspieler schon mitzunehmen, aber ein erfahrener Spieler wäre natürlich auch wichtig, allein um schon mal Spielpraxis zu sammeln. Deswegen hoffe ich, dass Zielinski schon kommt, den Vertrag direkt annimmt, weil es ein guter Vertrag ist. Bei Hüsa ging das auch relativ schnell. Beide würde ich dann zum ersten Mal überhaupt in einem Managerspiel quasi, ja ich sag mal, besitzen, obwohl, ja, er ist gekommen. Hat auch direkt Form hoch, nice. Obwohl besitzen natürlich, ja, das ist so ein schwieriges Wort, besitzen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Eigentlich besitzt man ja nur Dinge und Sachen. Und klar, das ist jetzt hier, ne? Computer, KI, kein echtes Personal, aber trotzdem hier von Besitzen zu sprechen, ist ein bisschen weird. So, Zielinski ist ja ohnehin eher der Linksfuß, ne? Hätten wir wieder zwei Spielmacher dort auf der Position, aber es geht gerade nicht anders. Meier kann ja auch defensiv spielen, aber ist heute aktuell nicht ganz so gut. Emre Can ist nämlich im Formtief, genauso wie Christensen. Außerdem im Formtief Dybala, dafür kommt Balde rein. Dafür kommt Patrick Schick hier oben schon mal rein, sein Debüt ein bisschen näher kommen. Scoffier kommt für Christensen. Das heißt, wir bräuchten noch einen Spieler aus der Jugendmannschaft. Am besten einen Verteidiger oder wir nehmen Mbalo mit. Aber da er nächstes Jahr eh hochkommt, würde ich sagen, nehmen wir ihn mit. Dann kann er vielleicht schon mal
Profiluft schnuppern. Das ist, glaube ich, ganz gut. Guter, spontaner Einfall. Danke. So, Zielinski ist da. Christensen ist über Neuverpflichtung begeistert. Und der Rest nimmt sich einen Ansporn daran. Das ist sehr gut. Damit haben wir auch wieder ein bisschen Stress beseitigt. Und keinen neuen Stress aufgemacht. 89. Er kann jetzt hier schon in die 90er-Wertung reingehen. Also Emre Can wirklich eine Maschine. Er arbeitet in erster Linie an seinen Positionen, um noch flexibler zu sein. Aber sollte natürlich die Schnelligkeit auch drauf haben. So. Peruzzi. Muss direkt in die Startelf. Das sollte man irgendwie umgehen können. Mit Klostermann auf dort. Hüsey auf rechts und Dalbert auf links. Denn so einem jungen Mann muss man nicht direkt das, das Üble hier zumuten. Zielinski haben wir zugewiesen. Ne? Der braucht natürlich keine Sprache und so weiter. Das hat er alles. Ich denke, dann sind wir eigentlich gut aufgestellt, wenn wir jetzt noch den Ersatzflügelspieler haben. Ihr seht ja, wie schnell sowas hier wichtig wird, dass man genug Ersatzleute hat. Dann fehlt uns wirklich gar nichts mehr und wir sind dann rundum zufrieden, beziehungsweise ich bin es das. Zumal ich jetzt auch ein paar Spieler habe, die ich noch nie hatte mit Hüsey und Zielinski, welche ich eigentlich selten bei Neapel eingekauft habe und das eigentlich nicht so meine Spielertypen sind, die ich mir sonst hole. Ich könnte Zuma jetzt sagen, du musst mehr Verantwortung übernehmen, aber ich will bei ihm natürlich das mit der Robustheit triggern. Schick kümmert sich um Christensen, da haben wir auch nochmal ein Sprachproblem weniger, das ist sehr schön. Und darum habe ich halt gern so ein paar Italiener jetzt hier dazu, die sich dann um andere gern kümmern können. Ist ja auch nicht schlimm, wenn Italienisch nur die Zweitsprache ist, ne? Das passt ja auch noch. So, erstmal müssen die sich aber wieder vertragen hier. Konkurrenzkampf im Tor, schön und gut, aber ihr sollt auch als Freunde zusammen agieren, dann ist euer Training auch wertvoller. Aber Keeper weigert sich, der sagt, der Gute muss den ersten Schritt machen. Dybala und Llorente ist natürlich so eine Sache, weil bei Marcos Llorente weiß ich nicht, ob ich den gern noch halten will über längere Zeit. Und wenn er dann wechselt, wäre Dybala sauber und sauer und das will ich nicht. Deswegen wäre mir da eine andere Lösung lieber. Und für Degano braucht man dann dringend ein Spielerbild. Gucke ich mal, ob ich das vielleicht gleich noch kredenze nach dem Part hier, damit wir da endlich mal einen haben. Ich habe ja noch ein paar auf Lager. Und wenn nicht, nehme ich einfach einen von einem Spieler, der halt nicht so bekannt ist. Weil ich hätte, wie gesagt, gerne dieses Trikot mit drauf auf dem Bild. Schauen wir mal, was sich finden lässt. Trikots. Wir machen natürlich weiterhin Vollgas in der Jugend. Hier brauchen wir, denke ich, keine weiteren Spieler. Es sei denn, wir könnten höchstens mal gucken. Nochmal vereinslose Spieler schauen. So, vereinslos. Wen haben wir denn da so? Isco. Den brauchen wir aber nicht. In dieser Karriere nicht. Protoxion, Alexis, Elia, ja, hole ich mir immer gerne, aber packt jetzt hier halt nicht hin. Ibrahimovic, Puskiotti, auch ein Nachwuchstalent, aber Jefferson Fafan, Brandon Austin, Freenoy, der absolut genial ist, aber wir haben jetzt. Bei Rechtsverteidiger haben wir keinen als Ersatz. Da könnte man ihn eigentlich auch noch holen. Ne? Da weiß ich ja, was ich habe.
wäre klarer Ergänzungsspieler, würde natürlich nicht so viel Geld verdienen, ist logisch. Gilt einfach nur als Backup, falls wir mal arge Not haben. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen höher. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist das hier. Auslandsangebot, das heißt, man kriegt die meistens für den Marktwert. Marlos ist mittlerweile schon so alt, Junge, Junge, Junge. Dabei ist das jetzt die zweite Saison, oder? Da haben wir kein mehr. Angebot höher, klassischer Verein, Tresch und Polanski. Und jetzt das Interessante, die Ausstiegsklausel. Eine Milliarde, okay. Übertreibt mal so gar nicht, ne? Wir gucken hier einfach mal, vielleicht ist hier irgendwo noch ein Schnäppchen versteckt. Er wäre für 15 Millionen zu haben, ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Da greift sie nicht, bei De Vrij. Der wäre ja ablösefrei, ne? Weil von ZSKA Moskau. Bareka haben wir schon gesehen. Ausstiegsklausel fürs Ausland. Aber das greift natürlich bei uns nicht. Daily Blind wäre auch ablösefrei, aber das ist dann ein Ticken zu krass. Wäre natürlich sehr erfahren, sehr flexibel. Dadurch könnte man vielleicht unseren Spanier im defensiven Mittelfeld verkaufen, aber das Problem ist, Daily Blind kann auch kein Italienisch, im Gegensatz zu De Vrij. Warum kann denn De Vrij kein Italienisch? Der war lange bei Lazio, wollt ihr mich verarschen? Willst du mir sagen, dass der in den 4 Jahren kein Italienisch gelernt hat? Alles klar. Ich verstehe. Dries Mertens, der kann natürlich auch ein bisschen was Italienisches erzählen. Ist mir aber zu teuer. Luis Cook, Leihangebot, Kamel Klick. Vitinho wäre auch ablösefrei, Eremenko wäre ablösefrei, aber gut, der kann auch Italienisch. Aber 31 Jahre, ne? Ich weiß natürlich, was ich von ihm erwarten kann, aber nee. Wanyama kann eher Italienisch, auch leider nicht. Wäre natürlich auch nochmal einer fürs defensive Mittelfeld gewesen. Carlos Vela ist auch schon zu alt und kann auch kein Italienisch. Zagoyev sollte kein Italienisch können, der war immer nur in Russland. Stoke City, Bell, Areola. Kann für den Marktwert wechseln? Nö. So, Sörensen, der kann doch auch Italienisch, ne, ja. Aber ist natürlich jetzt nichts im Gegensatz zu den anderen. Akinfeev. Bernard. Ja. Malen.
Lamine, Sané, Schmolo, Fernando Torres, Stiegmeier, Ribéry. Französisch und Deutsch. Ribéry kann Deutsch. Naja, geht so, ne? Ja, würde ich sagen, holen wir uns De Vrij noch. Dann haben wir wirklich hier drin mehr als genug Verteidiger. Dann passt das auch. Ja, können wir jetzt in das zweite Spiel starten. Haben wir jetzt schon lang genug drum geredet. Entschuldigung, dass ich den Part so in die Länge gezogen habe, aber ich wollte nochmal letzte wichtige Transferentscheidung treffen. Scheinbar darf unser Spieler Arne Meyer nicht mitspielen, weil da wieder die Klausel greift, nicht gegen Ex-Verein oder beziehungsweise ausleihenden Verein. Sehr schade, Arne Meyer darf gern gegen mich auch Spielpraxis sammeln, so ist das nicht. War garantiert kein guter Saisonstart bisher. Und wir liegen schon wieder 1-0 hinten. Ey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Icardi mit dem Ausgleich, Vorlage Marcos Llorente. Vielleicht kommt er jetzt so langsam, wenn ich überlege, den zu verkaufen. Aber wir müssen natürlich hiergegen gewinnen. Also ich bitte euch, was soll denn das? Jetzt muss ich hier mal wirklich austeilen, Freunde. Mache ich ja ungern, aber irgendwo müsst ihr doch mal jetzt auch Leistung bringen. Konnte eh kein loben, daher hat das gepasst. Klostermann, das ist absolut keine gute Leistung gewesen, was du da gemacht hast. Dafür kommt mal Meier rein, Llorente in die Innenverteidigung und Rabiot auf die 6. Keeper auch mit einer schwachen Leistung von 5,0 und Hüssey auch ausbaufähig. Aber da habe ich gerade keinen, den ich da hinschieben kann, deswegen spielst du weiter und wir wechseln stattdessen Balde aus. Und bringen Barbosa ins Spiel. Icardi mit dem 2-1, Vorlage Gabriel Barbosa. Und damit gewinnen wir das Spiel nicht wirklich souverän, aber wir gewinnen 2-1. Ah, Aufsteiger sind immer fies zu bespielen, muss man sagen. Neapel gewinnt gegen Turin mit 1-0 ohne 2 Abgängen, also auch gute Leistungen, die bleiben also ganz oben. Florenz gewinnt 3-0 gegen Benevente, Atalanta Bergamo verliert 0-3 gegen Udine, AC Milan weiter erfolgreich 4-0 gegen Empoli, Genua gegen Lazio 0-0, Cagliari, Sampdoria 0-0, AS Rom gewinnt 3-1 gegen Chievo, Delfino Peschera gewinnt gegen Juventus Turin, die einen absolut bescheidenen Saisonstart jetzt hingelegt haben, und Spal Ferreira gewinnt gegen Bologna. In der Elf des Tages Perica, Suso, De Paul, Mauri, Nainggolan, Pellegrini, Gregory van der Wiel, wieder Samir, Victor Hugo, Silvestre und Kratno. Keiner von uns wieder, aber wie gesagt, wir haben uns ja auch schwer getan. Ich glaube, wir hatten die meisten Chancen, genau. Haben sie also nur nicht genutzt. Ich verstehe. Ich habe da jetzt echt nicht drauf geachtet, wer wie viele Chancen hatte, um ehrlich zu sein. Zielinski geht zu Inter Milan. Oder Mailand. Milan ist ja der AC, ne? So. Stefan De Vrij ist natürlich eigentlich über dem Alterslimit, ja, aber das ist mir jetzt gerade mal ein bisschen egal. Er kennt die Liga, er sollte eigentlich auch die Sprache können. Ich verstehe es, wie gesagt, nicht, warum der hier kein Italienisch kann. Nach so vielen Jahren Lazio Rom kann der kein Italienisch. Das ist schon sehr, sehr fragwürdig, würde ich mal behaupten. So, der Vertrag passt so, da gehe ich jetzt auch nicht höher. Du kannst damit leben, würde ich sagen. Und hier wollen wir auf 1,2 kommen. Einfach nur ein paar Ersatzspieler holen. Das geht Gott sei Dank wieder ein bisschen nach oben. Ich dachte, wenn wir immer noch Sechster sind, geht das nach unten. Aber Gott sei Dank nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit für die Transfers. Er verzichtet aufs Gespräch. Das ist auch nicht so geil.
Was hast du in der Robustheit? Eine 86. Okay, Max Meyer hat die 86 definitiv nicht in der Robustheit. So viel kann ich, glaube ich, schon mal spoilern. Da fehlt nämlich noch einiges. Und wir machen erstmal weiter Richtung Atalanta Bergamo. Die aktuell auf Platz 14 spielen, die Dortmund rausgeworfen haben. Ciro Immobile wechselt nach England zu Everton. Mitchell Weiser geht zu Köln zurück für 17 Millionen. Überraschender Wechsel und eigentlich auch nicht wirklich realistisch. Von Wolfsburg. Tja nun, was soll ich sagen, ne? Und ich glaube, ich mache nach dieser Folge wirklich einen kleinen Cut, um das Spielerbild einzufügen. Und auch mal nachzugucken, wie viele Folgen ich jetzt aufgenommen habe. Ob das die zweite, müsste eigentlich die zweite sein, nicht die dritte. Warum kann er kein Italienisch? Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Für mich unverständlich, warum hat er, achso, er ist zu uns gekommen, als wir von ZSKA weggewechselt sind. Deswegen hat er noch keine Rollen hier, keine Trainingsziele. So, sollte auch eine große Führungspersönlichkeit sein, also in der Hinsicht auch nicht schlecht. So, der Free für Klostermann, Klostermann hier rein. Na, Klostermann hat gerade einen Formtief. Dann eben Free neu da rein. Wie gesagt, das ist wichtig, dass wir da ein bisschen mehr Personal haben. Hier wird das gebraucht. Werte sind natürlich absolut überschaubar, das wissen wir. Der wird jetzt auch nicht bis zum Saisonende den Riesensprung machen. Ja. So, aber wichtig ist es. Keeper ist auch nicht gut drauf. Hey, diese ganzen Schwächen hier. 79 Christensen hätte ich gerne aber zurück in der Startelf. Paula Dybala kommt zurück auf Linksaußen. Emre Can kommt zurück auf die 6. José Jiménez mit 81, so ein bisschen stärker. Aber wir haben keine Linksfüßler dabei. Wir könnten theoretisch auch Christensen auf die 6 ziehen, ja, dauerhaft. Und unseren Spanier dann verkaufen, aber mache ich erstmal nicht. Wie gesagt, wir spielen international, wir brauchen so ein paar Spieler. Aber jetzt haben wir immerhin mal ein paar mehr Möglichkeiten hier in der Startaufstellung und so weiter. Und noch ein paar Tage Zeit haben wir, um Shipacasat noch zu bekommen für die Flügel, damit wir auch da flexibler werden. Da müssen wir uns aber beeilen. Aber da bin ich auch gern bereit, das nochmal rauszuzögern. Hier lassen wir es auf 1,2. Wie gesagt, wenn, dann vielleicht hier hinten nochmal verhandeln. Könnte aber auch scheitern. Aber vielleicht wird uns dann nochmal der andere Italiener angeboten am letzten Transfertag. Wenn es scheitert, dann müssen wir uns das halt mit Selke zurechtbiegen und arbeiten oder mit irgendeinem der Flügelverteidiger. Da kriegen wir sicherlich auch hin, aber ein Ersatz wäre mir da weiterhin noch lieber. Paulo Dybala erhält mehr Gehalt. Wer ist denn da jetzt gekommen, dass der Paulo Dybala mehr Gehalt kriegt? Jugendspieler kommt zu mir, das ist schon mal positiv. Je mehr Jugendspieler man hat, desto besser. Eine Million und dann fürs erste Länderspiel
auch nochmal eine Million, würde ich sagen. Damit das nicht scheitert, sondern vielleicht im Rennen bleibt, damit wir hier am 31. den erhalten können. Ansonsten, wenn es jetzt gescheitert ist, dann ist es gescheitert, ganz ehrlich. Ja, ist gescheitert. Egal. So, ein Jugendspieler haben wir, der ist aber leider nicht talentiert. Das ist toll. So, und die Baller erhält mehr Gehalt. Und zwar genauso viel wie Icardi, wer wir da gesagt hatten, Dings. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Die beiden, die sehe ich auch auf einer Stufe und die sollten dementsprechend auch gleich viel verdienen. Und deswegen ist das, wie gesagt, bestens gelaufen. Dann können wir jetzt, da kein Transfer mehr ansteht, nochmal weiter nach vorne gehen. Vielleicht wird uns ja der gute Berardi wieder angeboten, aber ich glaube es leider nicht. Erstmal die Auslosung zur Europa League. Gucken wir mal, wie wir da in der Gruppe haben. Vielleicht unseren Ex-Verein Zenit. ZSKA Moskau war unser Ex-Verein. Ist der international dabei? Geh doch mal weg hier, ich sehe nichts. ZSKA Moskau sehe ich gerade nicht. Erstmal gucken, in welcher Gruppe wir landen. Sampdoria, Konkurrent aus Italien. Chelsea, Neapel ist auch noch dabei in der Europa League. Also Italien sehr gut vertreten, würde ich sagen. Kann man schon sagen, mit Sampdoria und Neapel ist das schon so eine kleine Präsenz, ne? Haben wir hier noch irgendwo einen Italiener? Da nicht. Da auch nicht. Inter, da sind wir. Gruppe I. Ich beschleunige das Ganze mal. Wir haben in der Gruppe Rapid Wien, Bursaspor und Malmö. Und da würde ich einfach mal sagen, Freunde, kein Hochkaräter dabei, da ist Platz 1 Pflicht. Komme, was wolle. Können wir sogar je nach Gegner auch so ein bisschen rotieren und die Schwächeren bringen. Aber jetzt erstmal die letzten Minuten der Transferphase. Mal gucken, wer uns noch angeboten wird, ob noch überhaupt was passiert. Da ist noch nichts und dann glaube ich auch, dass Berardi hier nicht nochmal auftaucht. Augustin wechselt zu Monaco für 12 Millionen, das ist jetzt nicht so teuer. Der junge Franzose. Place Matuidi, Gaston Pereiro, also Transfer ist wirklich sehr, sehr zögerlich, scheint nicht mehr viel Geld im Umlauf zu sein. Und Gualam geht zu Juventus. Scheinbar hat Neapel keinen Ersatz für die Spieler geholt, die wir denen weggekauft haben quasi. Hamji, Jorginho. So, damit haben wir alle Spieler spielberechtigt. Das wäre wie gesagt schon mal wichtig. Aber das Spiel gegen Atalanta gibt es natürlich im nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, im nächsten Part wird dann auch nicht eine neue Aufnahmesession auftauchen, aber dann wird das alles wieder hier quasi resettet. Dann wird auch unser Degano ein Spielerbild erhalten. Ich schreibe mir jetzt mal seine Daten auf, damit ich das noch schnell machen kann. Und dann können wir wirklich vollends hier in die Aufnahmesession starten. Die Transfers natürlich von uns hier, Alexis Sanchez. Zwei Wechsel von PSG zu Neapel, aber einer war zum PSG gewechselt. Zum Paris Saint-Germain. Zur PSG klingt besser, ne? So, dann schauen wir gerade nochmal. Wie gesagt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, was ihr tun könnt, um mich zu unterstützen. Ich schreibe mir gerade mal die Daten von Degano auf, damit ich Bescheid weiß. Nicolo Degano, geboren 28.05.99. Angehörigkeit Italiener, damit ich auch ungefähr weiß, wie er aussehen kann. Es gibt natürlich Nationen, ich werde da jetzt keinen Japaner hinsetzen als Spielerbild. Schauen wir mal, wer sich so finden lässt. Skriniar ist ein bisschen besser drauf, deswegen kommt der schon mal mit. Lorente hat noch keine Chance. Meier würde ich gern wieder einbauen ins zentrale Mittelfeld. Damit wir nicht zu viele gleiche Spielertypen auf dem Bild haben, auf dem Feld.
Und wie gesagt, Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr gerne wie immer Kommentare schreiben, wenn ihr Transfers fürs nächste Transferfenster habt. Ist genau jetzt der Zeitpunkt, das schon mal zu schreiben. Falls ich eben irgendeinen Transfer übersehen habe, der günstig zu haben ist, gern mal schreiben. Außerdem gebe ich euch folgende Liste mit an die Hand. Und zwar von Spielern, die hier in dem Bereich sind und weniger als ein Jahr Vertrag haben, würde ich je nachdem im Winter auch nochmal handeln. Und wenn ihr sagt, einer der Spieler hier, die ihr seht, also mir würden zum Beispiel direkt Divock Origi einfallen, der günstig zu haben wäre. Mir würde direkt einfallen Talisca, weiß nicht, hochtalentiert, aber passt nicht so ganz ins System. Serhii Sampa kann man zu einem hinkriegen. Kishna, der kennt schon die Sprache. Nein, auch hier kennt er die nicht. Das verstehe ich halt, wie gesagt, nicht. Die sind lang genug in Italien. Die sollten die Sprache eigentlich können. Aber naja, wenn ihr aus der Liste irgendeinen noch seht, wo ihr sagt, bei dem solltest du dich zum Beispiel Nicolas Kühn, den kennen wir ja aus Kubice, um den solltest du dich bemühen im Winter, dann, wie gesagt, haut's in die Kommentare. Ich bin da gespannt, jetzt drauf eingehen. Dann verpasst ihr nämlich nichts und kann ich darauf eingehen, weil, wie gesagt, ich muss jetzt wieder ein bisschen im Voraus produzieren, das Transferfenster ist zu. Wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, ist das zu spät. Und deswegen jetzt schon mal fleißig schreiben für das Wintertransferfenster. Und Abo da lassen, um kein Video zu verpassen. Gerne auch das Video teilen auf Facebook, Twitter. Wenn ihr mein Facebook und Twitter auschecken wollt und wissen wollt, was ich da so treibe, gerne auch auf Instagram. Da seht ihr nämlich, was ich mache, wenn ich keine Aufnahmen mache. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Zudem empfehle ich euch wie jede Woche meine Homepage schielfakti.de/blog. Denn dort streikt die Abo-Box nicht. Dort wird jedes Video veröffentlicht ohne Probleme. Also da hielfakti.de/blog einfach mal auschecken. Außerdem gern dort auf die Werbung klicken, um mich zu unterstützen. Wenn ihr keine Werbung mögt, kann ich das nachvollziehen. Dann könnt ihr mir direkt, wenn ihr Geld überhaupt, eine kleine Spende via PayPal auf meiner Homepage hinterlassen. Das geht links oben oder unter jedem Video auf der Homepage. Zudem könnt ihr auch in der Videobeschreibung unter unterstützen, diese Funktion finden, mir via paypal.me einen kleinen Betrag zukommen zu lassen, damit ich hier ein paar Kosten decken kann, die durchs Let's Play entstehen. Wie gesagt, ich werde damit kein Großverdiener, will es auch nicht werden, aber einfach nur, dass das schon mal für mich ein bisschen angenehmer ist und ich weniger Geldsorgen hätte, weil das immer noch ein Hobby ist, das keine Einnahmen bringt. Und wenn ich sage keine Einnahmen, meine ich keine Einnahmen, außer die halt von der Homepage durch die Werbung. Durch YouTube verdiene ich nach wie vor kein Geld, also würde mich das sehr freuen, wenn ihr mich da wenigstens so ein bisschen unterstützt. Wie gesagt, das geht durch Werbung klicken, Geld spenden, aber auch nur durchs Video anschauen, Video auf Gefällt mir drücken, teilen, Abo dalassen. Alles sehr, sehr hilfreich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!